Hallo, was machen Sachen? Ja, momentan ist es wieder wild auf Twitch. Es geht so einiges umher. Momentan werden sehr, sehr viele VTuber gebannt aufgrund ihres Outfits. Und genau darüber möchte ich mit euch reden. Ah, was ist jetzt eigentlich passiert? Warum ist es passiert? Und wie könnt ihr euch selbst davor schützen, dass ihr nicht halt auch gebannt oder suspendiert werdet? So, um erstmal zu erklären, was ist jetzt eigentlich passiert? Momentan werden gerade international viele VTuber suspendiert oder gebannt aufgrund der Tatsache, dass sie zu wenig Bekleidung haben. An und für sich ist das jetzt auch kein neues Thema, dass Leute gebannt werden, weil sie halt zu wenig Kleidung haben. Es kommt immer mal wieder so alle halbe Jahre vor. Momentan trifft es halt die VTuber, aber es gibt ja immer mal wieder, ich erinnere da nur an die ganzen Thematik rund um die Hot Tub Streams, was ist jetzt erlaubt und was nicht. Im Grunde ist es jetzt dasselbe, halt nur mit VTuber. Und es gibt da so einige Misskonzepte oder Fehlinterpretationen oder einfach die Leute haben sich die TOS nicht durchgelesen und genau das möchte ich einfach mal mit euch machen, weil auch erschreckenderweise ich die Erfahrung gemacht habe, gerade in Zusammenarbeit mit anderen Streamern, dass viele gar nicht wissen, was in den TOS eigentlich steht, also was ist erlaubt und was nicht. Und das ist jetzt nicht nur ein Thema, was YouTuber spezifisch angreift etc., sondern für VTuber als auch für alle anderen Streamer, die sich normal vor die Kamera setzen ohne Avatar, gelten die gleichen Regeln. Sprich, die gleichen Regeln, was darf ich denn zeigen an Outfit? Wie viel Haut ist erlaubt? Welche Körperteile, nenne ich es jetzt mal, sind erlaubt zu zeigen in den Kategorien? Und welche Themen sind erlaubt in den Kategorien? Die VTuber sind sich dessen anscheinend noch nicht bewusst, weil einfach auch die Erfahrung wahrscheinlich fehlt. Die quote-unquote normalen Streamern, die eine Webcam nutzen und halt ihren, ja, normales Gesicht und Körper zeigen, haben da wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Erfahrung. Ich erinnere hier wieder nur an die ganze Thematik rund um die Haupt-Top-Stream, was da erlaubt ist und was nicht. Im Prinzip bricht sich das runter auf das Gleiche, was gerade passiert. Gerade VTuber sind sich nicht bewusst, wie die Regeln eigentlich sind. An den Regeln an für sich hat sich eigentlich auch nichts geändert, nur ist Twitch aktuell mehr am Kontrollieren, ob sich an die Regeln gehalten werden. Ja, man kann da nur mutmaßen, warum es denn so ist. Ich vermute einfach, sind die ganzen Dramen und gerade der Skandal rund um Dr. Disrespect hat Twitch und Amazon etwas aufhorchen lassen, dass sie halt nicht das gleiche Problem haben, wie vor ein paar Jahren YouTube hatte mit der Edgecopalypse, dass ihm die ganzen Werbepartner von der Plattform springen, weil die Leute sich halt in dem Twitch-Fall jetzt zu freizügig zeigen und zu sexuelle Themen in den falschen Kategorien haben. Vermute ich jetzt nur mal, wie gesagt, ich kann es nur, man kann nur mutmaßen, Twitch hat selbst noch kein Statement gemacht. Müssen sich eigentlich auch nicht, wie gesagt, die Regeln sind die gleichen, die wurden die letzten Tage nur etwas detaillierter beschrieben, aber der grobe Gist von den Regeln ist halt der gleiche, wie es auch Anfang des Jahres war. Ich zeige euch hier mal eine kleine Einblendung. Was ist jetzt eigentlich erlaubt? Wie viel Haut darf ich zeigen? Im Groben erstmal eine grobe Einblendung, was jetzt unbedingt auf jeden Fall bedeckt werden muss. Also für Frauen, man darf etwas Cleavage zeigen. Sideboobs, Underboobs ist ein komplettes No-Go. Nippel sowieso, ist jetzt auch nichts Neues. Auch der Schambereich unten, also der muss bedeckt werden. Und auch die Hüften müssen bedeckt sein. Wie gesagt, diese Grafik ist 2 Jahre alt, es hat sich daran nichts geändert. Momentan wird nur mehr kontrolliert, ob sich die Leute dran halten. Und gerade diese Hüftthematik ist viel aufgekommen, dass halt Leute transparente Schals etc. gerade für im Sommer so Strandtücher ein bisschen durchschimmernd haben, in den normalen Just-Chatting-Kategorien haben, findet Twitch nicht so gut. Generell sagt Twitch, dass alles muss bedeckt sein. Sagt, Brustbereich und Hüftbereich muss bedeckt sein von einem nicht transparenten Stoff, also man darf da nicht durchgucken können, der muss opak sein. Und dann ist es okay und dann kommt es auch wieder darauf an, was für ein Outfit ist es. Ist es dann wirklich ein sehr anregendes Outfit? Sollte man vielleicht nicht im Just Chatting sitzen? Man sollte vielleicht nicht mit einem Bikini oder Bikini-ähnlichem Outfits oder Badeanzug-ähnlichen Outfits in Just Chatting sitzen, sondern dazu die passenden Kategorien wählen, die etwas mehr Freizügigkeit erlauben. Sei es jetzt der Hot Tub Stream oder Beach Streams. Und dann wäre das Problem eigentlich ganz vergessen und es ist eine Sache, der VTuber einfach so nicht auf dem Schirm haben, weil einfach da vielleicht die Erfahrung fehlt.
das Bewusstsein fehlt, dass halt ja, Twitch oder Amazon immer noch ein in den USA ansässiges Unternehmen ist und die sind da sehr, sehr picky, was das angeht. Sprich, habt ihr halt etwas mehr Haut, geht auf Nummer sicher und nutzt halt wirklich die Kategorien wie Hot Tub oder Beach, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Oder halt, ihr müsst euch an die gleichen Regelungen halten wie die normalen Streamer und halt etwas, ja, mehr euren Körper abdecken mit halt T-Shirt, Pullover, Crop Top, irgendwie was. Ja, das ist eigentlich nur das Gröbste, worum es geht. Und eine Sache, die auch viel aufgekommen ist, dass jetzt gerade viele Chibi-Modelle gebannt werden, hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, um das Thema. Man versucht einfach ein bisschen mehr die Jugend zu schützen, was halt bei einem Anime-Charakter oder einem Cartoon-Charakter immer schwierig ist, wirklich einzuschätzen, wie alt er ist. Auch wenn ihr selbst 20, 30 Jahre alt seid und euer Charakter halt sehr, sehr jung wirkt und ihr sexuelle, quote-unquote, Inhalte habt und darunter fehlen halt schon so simple Sachen wie Küssen oder halt ein Mikrofon ablecken für die Leute, die ASMR streamen. Wie gesagt, selbst Küssen oder ja, Mikrofon ablecken zählen schon zu sexuellen Content, der entweder gelassen werden muss. Habt ihr ein sehr jung aussehendes Modell? Solltet ihr es ganz lassen, weil da kommt ganz schnell wieder zum Thema, ist das jetzt zur Jugend gefährden oder nicht, weil man es wirklich vom Aussehen einfach nicht wirklich einschätzen kann. Ist der Avatar jetzt schon über 18 oder nicht? Anime-Charaktere haben halt wirklich leider das Problem, dass selbst erwachsene Charaktere doch sehr jung wirken, einfach aufgrund der Stilisierung. Und das müsst ihr euch leider, leider, leider bewusst machen. Und gerade Chibi-Modelle fallen da sehr runter und da geht Twitch auf Nummer sicher. Du siehst sehr jung aus und machst halt solche Sachen wie, oh Gott, wie kannst du nur jemanden küssen? Selbst sowas kann halt wirklich zum Bann führen. Da müsst ihr sehr stark aufpassen. Oder auch die ASMR-Streamer, wie gesagt, auch ja, Schmatzgeräusche und auch ein Mikrofon ablecken können schon zu sexuellen Inhalten führen. Also wirklich, Twitch ist sehr, sehr picky, was das angeht. Und es war halt, wie gesagt, auch schon eine Weile so. Es wurde nur nicht sehr stark kontrolliert. Ich verlinke euch auch einfach nur, damit ihr einfacher habt, einfach mal die Richtlinien zu solchen Sachen und lest die euch bitte durch. Ich möchte jetzt mich auch nicht hier hinsetzen und den ganzes Video einfach drüber reden oder durchgehen, welche Sachen sind erlaubt und welche nicht. Schaut euch die Sachen an, ihr nutzt einen Service, also haltet euch bitte an die Regeln und seid euch bewusst, momentan wird sehr stark kontrolliert, also passt da ein bisschen besser auf. Und auf Nummer sicher zu gehen, wenn ihr halt nicht auf schmutzige Witze verzichten könnt, macht euren Stream ab 18. Um auf Nummer sicher zu gehen. Das gilt halt, wie gesagt, für VTuber als auch für normale Streamer. Momentan wird sehr stark einfach kontrolliert. Und einfach nur aus Spaß, weil es momentan so ein Gag ist, habe ich auch hier ein lustiges Modell erstellt. Ich habe einen Pappkarton erstellt, den ihr nutzen könnt, um eure Hüften zu bedecken. Wenn ihr euch nicht sicher seid, um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr hier einen wundertollen Pappkarton einfach nutzen und euren 3D-Avatar dran packen. Ich habe auch eine Version für alle 2D-VTuber gemacht. Ich habe jetzt selber keine gemacht. Ich habe jetzt halt eine genommen, die ich im Internet gesehen habe, die ich sehr, sehr lustig fand. Das ist hier so ein Keuschheitsgürtel. Das ist auch ein Koffi. Meine Sache als auch der Keuschheitsgürtel sind kostenlos, sind halt in Koffi zu finden. Einmal von Lithia Very, wahrscheinlich Very. Ist unten verlinkt für alle 2D-VTuber und meinen tollen Pappkarton ist auch unten verlinkt. Beide auf Ko-fi, beide kostenlos. Ladet euch die runter und geht auf Nummer sicher. Ihr könnt den Pappkarton nutzen, wie ihr wollt. Ihr könnt den halt nutzen, um eure Hüfte zu bedecken, eure Oberweite zu bedecken. Könnt ihn als Wurfgeschoss nutzen. Fühlt euch frei, den zu nutzen. Habt ein bisschen Spaß mit dem und nehmt das einfach ein bisschen mehr mit Humor und achtet einfach drauf, was für Sachen erlaubt sind und was nicht. Seid euch bewusst, momentan wird sehr stark kontrolliert. Seid euch bewusst, wenn ihr einen Service nutzt, welche Regelungen gelten da. Auch eine Sache, die ich noch loswerden möchte, es gibt ja immer wieder die Sache, VTuber werden nicht bevorzugt oder werden strenger bewertet wie halt normale Streamer.
ist immer so eine Sache, es ist ein offenes Geheimnis, dass in Twitch gewisse Content Creator bevorzugt werden als andere. Ich erinnere da nur an die ganze Thematik rund um Amaranth. Auch eine Pokimane fällt mir ein, die bei jedem, was sie tut, halt bevorzugt werden. Aber allein zu sagen, VTuber werden strenger beobachtet als alle anderen, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Das kann halt einfach nur eine gefühlte Wahrheit sein, weil wenn ihr euch mit VTuber viel beschäftigt, fällt das mir auf, wenn ihr VTuber gar nicht im Thema fallen euch einfach Sachen auf, dass andere Leute mehr geblockt, gesperrt etc. werden von Twitch. Wie gesagt, es kommt halt wirklich darauf an, welcher Bubble ihr folgt. Und das hat jetzt, glaube ich persönlich finde, oder ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt VTuber mehr bestraft werden. Meine Erfahrung sagt, VTuber sind sich nicht so stark bewusst, was sie eigentlich dürfen. Streamer untereinander da, die vielleicht Streamer einfach ein bisschen mehr Erfahrung haben, was erlaubt ist und was nicht, passiert denen das nicht so viel. Und VTuber haben die Bewusstsein noch nicht so stark entwickelt, was jetzt eigentlich okay ist und was nicht. Und fallen auf Sachen eher drauf rein oder fallen in, ja, oder treten eher in Fettnäpfchen, die normale Streamer weniger treten, weil sie es bewusster sind. Und macht euch bewusst, auch wenn ihr einen Avatar nutzt, gelten für euch genau die gleichen Regeln wie für die ganzen anderen Streamer auch. Ja, und damit habe ich eigentlich schon erstmal alles gesagt. Schaut einfach ein bisschen auf euch auf, passt auf, dass ihr euch auch an die Regeln haltet. Lest euch vielleicht die Regeln einfach mal durch. Auch die Leute, die jetzt ein YouTube-Modell beauftragen oder so, lest euch vorher einfach mal durch, was ihr dürft und was ihr nicht. Auch die Leute, die Aufträge annehmen, sollten vielleicht auch mal durchlesen, was erlaubt ist und was nicht. Auf welcher Plattform? Auf YouTube gelten andere Regeln wie auf Twitch. Seid euch dessen bewusst und sortiert euch in den richtigen Kategorien ein, passend zu eurem Outfit. Und ja, passt bitte auf euch auf, dass euch sowas nicht passiert. Werdet euch einfach ein bisschen bewusster, was die Regeln sind. Und ihr müsst euch leider an die Regeln halten, auf der Seite, der ihr ja unterwegs seid. Ist halt so. Ihr müsst euch an die Regeln halten, die das Hausen gibt. Ja, und dann hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen die Angst nehmen, ein bisschen aufklären, worum es eigentlich geht, was jetzt eigentlich los ist. Und ich hoffe, ihr habt auch einen wunderschönen Tag. Ihr werdet nicht gebannt und wir sehen uns im nächsten Video.